Avanti sagt man jedenfalls, wenn es schnell gehen muss. Da geht es um Geschwindigkeit. Avanti ist eine Aufforderung. Auf geht's, vorwärts, los. Das sagt man, wenn es nicht schnell genug geht auch. Und von daher, das habe ich vorhin schon gesagt, passt dieses Motto auch ganz gut zur Konfirmation. Da hat ja auch alles ein bisschen länger gedauert dieses Jahr, dass man manchmal sagt, ja jetzt Avanti, wann wird es denn endlich soweit sein? Im Mai wäre es eigentlich gewesen, jetzt haben wir September und manche haben es gar nicht mehr erwarten können von euch, auch von uns, dass jetzt die Konfirmation auch endlich ist. Das ist ja ein Schritt auch ins Leben hinein, ein Meilenstein. Und junge Menschen wollen nicht warten oder zumindest nicht so gern, die wollen vorwärts kommen, die wollen vorwärts gehen im Leben Avanti. Euer Pfarrer ist nicht mehr ganz so jung wie ihr, aber der will manchmal auch vorwärts kommen im Konfi-Unterricht. Und wenn es mir dann zu langsam geht, dann sage ich das gern auch mal im Unterricht. Jetzt Avanti, komm, auf geht's. Und das haben die Konfirmanden irgendwie so lustig gefunden, dass sie das dann auch immer gesagt haben im Konfi-Unterricht. Und dann ist es am Schluss eben halt auch das Thema jetzt heute für die Konfirmation geworden, Avanti. Und ich finde, es ist ein gutes Thema. Das passt zur Konfirmation, das passt zum Glauben. Da kommt es nämlich auch im Glauben darauf an, dass wir vorwärts gehen, dass wir Gott was zutrauen, dass wir Jesus vertrauen, dass wir uns was trauen, den Glauben auch leben. Mir ist dazu ein Mann eingefallen aus der Bibel. Der war verheiratet, der hatte eine riesengroße Schafzucht, der hatte Angestellte, der hatte keinen Grund auf jeden Fall groß was Neues anzufangen. Bis er gehört hat plötzlich, wie Gott zu ihm redet. Ich habe keine Ahnung, wie er das vernommen hat. Kam da eine Stimme aus dem Himmel oder hatte er einen Traum, eine Vision oder hat das einfach innerlich irgendwie dann gemerkt? Das weiß ich nicht. Egal, Gott hat mit ihm geredet. Und es steht ganz am Anfang der Bibel im Buch Genesis, 1. Mose 12, Vers 1 und 2. Da steht, ich lese es euch vor. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott, der Herr, sprach zu Abraham: Geh. Das heißt im Grunde nichts anderes als euer, als unser Avanti. Das war der erste Punkt, über den ich was sagen möchte. Avanti heißt, geh los. Das ist ein ganz entscheidendes Wort in der Bibel, dieses Geh, geh los. Darauf kommt es an, immer wieder loszugehen. Zu Abraham sagt Gott das Geh, er sagt es später zu Mose, er sagt es zu Jesaja, zu Jeremia, Jona, diesen ganzen großen Propheten, geh. Und Jesus sagt es zu seinen Jüngern dann auch, ihr habt es gelernt, geht, geht hin in alle Welt, macht alle zu meinen Jüngern. An der Konfirmation geht es da auch drum, um dieses Geh, geh los ins Leben. Du musst jetzt eigenständiger werden, geh los im Glauben. Ihr sagt ja zum Glauben, zu einem Leben mit Jesus nachher. Geh, geh los mit Jesus, dass wir nicht allein ins Leben gehen und durchs Leben, sondern dass Jesus mitgeht, auch das ist das Entscheidende an der Konfirmation. Und dann sagt er zu euch und zu uns, geht in alle Welt. Und er hat ein Versprechen damit verbunden, das hat uns die Kaya, glaube ich, vorhin auch hier gesagt, er verspricht uns dann auch, dass er mitgeht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn du im Glauben losgehst, dann geht Jesus mit und zeigt dir den Weg und zeigt dir deinen Platz im Leben, deine Aufgabe, was er von dir will. Und wenn Gott sagt, geh, dann geht es nicht darum, dass ich irgendwo hinlaufe, Hauptsache ich laufe, sondern dieses Gehen hat eine Richtung. Es hat ein Ziel, auch wenn ich dieses Ziel und die Richtung vielleicht manchmal gar nicht erkennen kann oder gar nicht genau kenne.
So war es bei Abraham ja auch. Gott sagt, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, aus deinem Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Bisschen unkonkret, oder? In ein Land, das ich dir zeigen will. Welches Land soll das sein? Wie komme ich dahin? Gibt es einen Routenplaner? Nö, sagt Gott. Den gibt es nicht. Ich weiß den Weg. Ich zeige ihn dir. Das kriegst du dann mit, wo du hingehst. Ist das unbefriedigend? Manchmal wahrscheinlich schon. Aber so ist es ja im Leben auch, dass wir vorwärts gehen müssen und manchmal nicht wissen, wohin. Es ist ein Weg in ein unbekanntes Land, das ganze Leben. Und trotzdem sagt Gott, geh, ich zeig dir den Weg. Vertrau mir, halt dich an mich, begleite dich, du musst keine Angst haben. Geh in das Land, das ich dir zeigen will. Mir ist bei diesem Geh immer eine alte Frau vor Augen, die hat das für mich mal ganz eindrücklich auf den Punkt gebracht. Ich habe nach der Schule ein Jahr Zivildienst gemacht, das gibt es heute schon gar nicht mehr, das war der Wehrersatzdienst damals, da war ich ein Jahr in Nürnberg in einem großen Heim, in einem Haus von der Heilsarmee, einer Freikirche. Da waren viele junge Leute, die haben dort mitgeholfen und mitgearbeitet, nicht nur dort aus der Nähe, sondern aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. Und einer war dort dabei, der kam aus Australien. Und der war 3 oder 4 Monate da, war sehr beliebt, wir hatten immer guten Kontakt und er war immer bei allen ganz angesehen, hat das Gespräch mit vielen gesucht, er war beliebt. Und der hat uns nach 4 Monaten ungefähr eröffnet und gesagt, ich gehe jetzt weiter, ich werde nach England gehen. Da wollte er dann auch wieder eine Zeit lang bleiben. Und was war die Folge? Alle waren bestürzt und waren traurig und haben das sehr bedauert und gesagt, Mann, bleib doch noch da, du kannst später weitergehen, ist doch so schön hier. Bleib doch bei uns. Und es gab Umarmungen, es gab Tränen und großen Abschiedsschmerz und alle haben ihn sozusagen dann verabschiedet. Und dann kam diese alte Frau in diesem ganzen Abschiedsschmerz und in diesen Tränen und die hat ihn nicht umarmt, die hat ihm einfach die Hand gegeben und in einem ganz energischen Ton gesagt, also los, jetzt geh, natürlich, junge Leute müssen in die Welt hinaus. Avanti heißt, geh los. Das ist das Erste. Und das Zweite, Avanti heißt, guck nicht zurück. Der Abraham, der hat alles, was er braucht. Der ist abgesichert, auch finanziell, der muss sich keine Sorgen machen, dem geht's gut. Und dann kommt Gott und sagt, geh, Abraham, lass deine Heimat hinter dir, deine Verwandtschaft, deine Familie, lass alles zurück und geh los. Ich zeig dir dann, wo es hingeht. Mal ehrlich, wer macht denn sowas? Würdest du das tun? Und das Erstaunliche und Krasse ist, dass der Abraham das tut. Da wird gar nicht groß beschrieben, was der macht. Da steht einfach, dass er losgeht. Kurz danach, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Nur weil es Gott sagt, geht der Abraham los. So verlässt er sich auf Gott, so vertraut er Gott. Der guckt nach vorne. Er guckt nicht nach hinten, wie toll es da ist, wo er ist. Was er alles aufgeben muss, soll ich wirklich, muss ich mir nochmal überlegen. Nein, wer auf Gott hört, wer Gott folgt, der kann nach vorne gehen, der kann in die Zukunft gehen. Liebe Freunde, das ist geradezu das Kennzeichen für Christen. Oder es sollte jedenfalls das Kennzeichen sein, dass wir nicht nach hinten gucken dauernd, bedauernd vielleicht auch, was da wäre und sein könnte, wie toll alles war damals, sondern was ich vermisse vielleicht auch, sondern Jesus hat gesagt, als mal einer zu ihm gekommen ist, ganz begeistert, gesagt, Jesus, ich will mit dir gehen, wo du hingehst, aber erlaub mir, dass ich noch kurz nach Hause gehe und Ade zu meiner Familie sage. Da hat Jesus zu ihm gesagt, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist jetzt ein ziemlich harter Satz, oder? Mit Jesus, wer die Hand an den Pflug legt und was machen will und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Mit Jesus gehen heißt vorwärts gehen, Avanti. Und wer vorwärts gehen will, darf nicht dauernd nach hinten schauen, sonst kannst du nicht arbeiten, sagt Jesus. Das geht nicht, in der Landwirtschaft geht es nicht, wenn du eine gerade Furche pflügen willst und rückwärts schaust, das funktioniert nicht. Das geht auch sonst nicht. Mir fällt es manchmal auf beim Radfahren mit unseren Kindern. Kinder können das auch, die fahren schön Rad und dann ist irgendwas Interessantes an der Seite und dann gucken die an die Seite und was da ist und fahren geradeaus weiter, beziehungsweise dann nicht geradeaus, sondern es geht dann irgendwann schräg ins Gebüsch
und sie bauen einen Unfall. Man kann nicht vorwärts fahren und rückwärts schauen. Man kann nicht mit Jesus leben, Christ sein und dauernd auf die Seite schielen oder nach hinten. Das geht nicht gut. Liebe Konfis, deshalb hoffe ich das und ich wünsche euch das auch, dass ihr euch das gut überlegt habt, dass ihr Ja sagt zum Glauben und dass ihr mit Jesus leben wollt und auch vorwärts gehen wollt mit Jesus und als Christen leben. Der Abraham ist losgegangen ins Unbekannte, hat nicht zurückgeschaut, sondern sich ganz auf Gott verlassen und er hat sein Leben lang nicht bereut. Avanti heißt, guck nicht zurück. Und das dritte und letzte, Avanti heißt, Gott segnet dich. Das verspricht Gott dem Abraham ja auch in diesen zwei Sätzen. Wenn er losgeht, sagt Gott, dann will ich dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ihr werdet nachher auch gesegnet, liebe Konfirmanden, auch deshalb passt es hier gut her mit dem Segen. Und zwar nicht vom Pfarrer, nicht von mir, ich kann nicht segnen. Segnen, das kann nur Gott allein. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Die Pfarrer können nicht segnen, sondern Gott. Ich darf euch das nur in seinem Auftrag weitergeben und sagen und euch das zusprechen. Ich, Gott, will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Was ist Segnen? Segnen im Lateinischen benedicere oder auch im Griechischen eulogein, das heißt wörtlich Gutes sagen. Wer Gutes zu einem sagt, der segnet. Und ich hoffe, dass ihr nachher viele gute Wünsche kriegt und wahrscheinlich die auch sonst immer wieder gekriegt habt. Und wer da was Gutes zu den Konfirmanden sagt, der beteiligt sich ja auch ein bisschen dann an diesem Segen. Im Hebräischen, das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben, da wo die Erzählung von Abraham drinsteht, da heißt Segnen wörtlich Barach, das heißt wörtlich Kraft verleihen. Kraft verleihen. Ich finde das nochmal intensiver, diese Aussage. Das mehr als nur Gutes sagen, das mehr als nur Gutes wünschen, als gute Worte weiterzugeben. Das ist wichtig, dass wir gute Worte sagen. Nur wenn Gott dich segnet, ist das nochmal mehr als gute Worte. Gottes Segen verleiht Kraft. Wenn Gott dich segnet, heißt es nicht, das ist auch wichtig, alles läuft rund. Wenn Gott dich segnet, heißt es nicht, es geht dir immer gut. Wenn Gott dich segnet, ist es kein Versprechen einer heilen Welt oder von einem heilen Leben ohne Schmerz, ohne Dunkelheit. So verstehen wir das Segnen gern. Dass uns nichts passiert, dass wir so einen magischen Schutzmantel quasi um uns rum haben. Wenn Gott dich segnet, bist du nicht unverwundbar. Wenn Gott dich segnet, gibt er dir seine Kraft. Das ist das Entscheidende. Ich habe letzten Sonntag im Gottesdienst in der Predigt Jesaja 43 zitiert aus der Bibel. Da steht einer der großartigsten Bibelstellen, die ich kenne. Da steht, und es sagt auch Gott, ich zitiere, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Manchmal müssen wir durchs Wasser gehen im Leben. Auch ihr werdet an manchen Stellen durchs Wasser gehen müssen. Durch tiefes Wasser, durch gefährliches Wasser, das steht uns manchmal bis zum Hals. Wir drohen fast zu ertrinken in diesem Wasser. Wir sehen keinen Ausweg. Gott sagt nicht, ich baue dir eine schöne Brücke, dass du drüber gehen kannst. Keine nassen Füße kriegst. Doch manchmal ist da die größte Sturmflut, die es gibt und wir müssen durch. Manchmal brennt es lichterloh und wir können keinen Fluchtweg nehmen. Da ist die Bibel ganz realistisch. Da ist Jesus ganz realistisch. Da ist Gott ganz ehrlich und sagt, um das Schwere kommst du nicht herum. Aber im Schweren bin ich bei dir. Da gebe ich dir meine Kraft, dass du durchhältst, dass du durchkommst, dass du nicht untergehst. Wenn Gott dich segnet, kriegst du seine Kraft. Liest es mal nach in der Bibel. Ihr Konfis habt ja eine Bibel, könnt es zu Hause lesen. Jesaja 43, sonst kann man das auch im Internet finden. Das ist nicht das, eine viel längere Stelle, was das für eine krasse Zusage ist, dass Gott im Schwierigen dann auch mit dabei ist. Und dann können wir seine Kraft bekommen. Und da stehen Geschichten wie die von Abraham, von Jakob, von Elia und wie sie alle heißen, wie die fertig waren, manchmal eigentlich lebensmüde am Ende und wie Gott ihnen neue Kraft gegeben hat.
und sie wieder nach vorne sehen und nach vorne dann auch gehen konnten. Avanti, darauf kommt es an, mit dieser Kraft Gottes nach vorne zu gehen. Mit Gottes Kraft, mit Gottes Segen könnt ihr vorwärts gehen ins Leben. Ihr könnt Gutes bewirken für euch und auch für andere. Davon habt ihr ja vorhin auch schon gesprochen. Haltet euch zu Gott, haltet euch zu Jesus. Avanti.